Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf der IMO 2023. Ich stehe hier direkt am Renngrip-Stand. Wie ihr seht, meine Honda CBR 1000 im Hintergrund, schön geputzt, ausgestellt. In diesem Video geht es einmal hauptsächlich darum, dass ich einen neuen Lederkombi bekomme und ich muss neu vermessen werden. Die letzte Vermessung für den letzten blauen Lederkombi liegt ein Jahr zurück. Ich habe seitdem ein paar Kilo abgenommen, deswegen hat der Fabian hier, unser Chefverkäufer von Renngrip, gesagt, wir müssen unbedingt neu vermessen. Das heißt, da schlupfe ich jetzt einmal in den Unterstrampler rein und dann werde ich vom Fabian außerordentlich vermessen. Und ich übergebe dann das Mikrofon der Mariana, die steht hier noch im Hintergrund und die quetscht dann, währenddessen der Fabian mich vermisst, den Fabian ein bisschen aus, auf was es drauf ankommt beim Vermessen, wo ihr drauf schauen müsst, wenn ihr die Vermessung online einreicht und vor allem dann auch ein paar Details zum Chimoto Lederkombi. Bleibt dran, wirklich, wirklich spannend hier auf der Messe. Geht es jetzt auch schon weiter. Der Fabian wird jetzt den Matthias ausmessen und ich würde sagen, wir starten gleich mal. Fabian, auf was achtest du beim Messen? Genau, wenn wir so einen Fall haben wie der Matthias, der hat Probleme mit Armpump, müssen wir auf solche Geschichten speziell eingehen, dass der Kombi einfach auch genug Platz hat, nicht, dass der Matthias nach 3 Runden schon nicht mehr fahren kann und ihm die Unterarme gefühlt platzen oder nach 2 Runden, genau. Und dann halt speziell andere Sachen, wie verläuft sein Körper, wie ist die Muskulatur, ist er vielleicht an der Stelle knochig, hat er Verletzungen gehabt, müssen wir da speziell drauf achten und einfach ja, ganz locker weiteratmen und keine Muskeln anspannen. Gut, dann würde ich sagen, wir beginnen mal mit den Maßen. Was misst du immer als erstes aus, wenn du startest? Also wir fangen immer an, wir vermessen zuerst immer die Arme. Arme einmal durch und dann gehen wir von oben nach unten, indem wir erstmal die Umfänge messen und dann geht es zum Schluss in die Längen. Also die Elle, wie lang ist die, die Rückenlänge, Oberschenkellänge, also insgesamt schon einige Messdaten, die wir da auch letztendlich auch behandeln müssen. Also Matthias, machen wir es wie beim letzten Mal, keine Muskeln anspannen, ganz locker weiteratmen. Dann mach mal den rechten Arm 90 Grad. Dann fangen wir an, vermessen wir erstmal das Handgelenk. Auf was achtest du da jetzt beim Handgelenk? Wo genau misst du da? Der klassische Abschluss beim Handgelenk ist immer, kannst du dir immer hier den Knochen nehmen und dann immer 2 Finger bis zur Seite, also die Länge, dass die maximal hier aufhört. Weil der Racer, der Kombi darf halt nicht bis hier gehen, dann hast du kein Gefühl mehr. Und weil du ja eh gescheite, lange Racer-Handschuhe anhast, hast du auch hier mit der Länge kein Problem. Okay, das heißt, ich messe da so die 2 Zentimeter hinter dem Knochen beim Handgelenk oder auf dem Knochen? Ich lege immer Außenkante Maßband auf den Knochen und das Maßband hat ja eine gewisse Breite und da bist du immer in der richtigen Range. Wie schaut es denn aus mit dem Armpump? Was gibst du da an Zusatz oder an mehr Platz, damit sich der Arm ausbreiten kann? Grundsätzlich ist bei der Vermessung sehr, sehr wichtig, dass man das Maßband locker anlegt, so wie ich es gerade mache. Und wenn du dann so einen Armpump-Fahrer hast wie den Matthias, musst du halt noch einen Tick dazu nehmen. Ist pauschal immer sehr schwierig zu erklären. Hier in dem Fall haben wir zum Beispiel jetzt gemessen 31 und bei ihm würde ich jetzt 31,5 aufschreiben mit dem Zusatz, dass er Armpump hat. Wenn ich jetzt mir eine Kombi bestelle und die selber zu Hause ausmesse und ich bin jetzt der ärgste aufgepumpte Bodybuilder, wie gehe ich dann mit dem Messen um? Gerade beim Bizeps und keine Ahnung, Brust und noch, wo man halt viel an Muskelmasse hat. Dann muss man sich halt den Peak vom Bizeps anschauen, wo ist die dickste Stelle und dann vielleicht noch mal ein Fingerchen drunter legen. Weil es ist tendenziell so, es ist lieber ein Ticken zu weit als zu eng, weil zu eng ist nicht mehr fahrbar. Das ist das Problem. Jetzt kommt die Brust. Wo misst du da genau? Man sieht das jetzt nämlich nicht so gut, weil der Anzug so spannt, was da die Höhe ist. So, hier muss man halt schauen, dass wir somit die dickste Stelle nehmen und halt da, wie die Brust von Matthias verläuft. Und jetzt atmet der Matthias einfach ganz normal weiter. Und jetzt sieht man schon, das Maßband geht auseinander. Alles klar.
Das heißt, du wartest dann ein paar Atemzüge ab und schaust, wie sich dann das Maßband im quasi eingeatmeten Zustand verhält. Richtig, genau. Es gibt ja Leute, die arbeiten mehr über den Brustkorb oder mehr über den Bauch. Und dann wartet man einfach ein bisschen oder redet mit dem Kunden. Dann muss er halt zwangsläufig atmen. Und dann sieht man halt, wie der Brustkorb sich letztendlich auch verhält. Und wie ist das mit dem Stehen? Weil manche Leute haben ja eher, wenn sie ganz normal stehen, so eine mehr entspannte Haltung. Und manche sind wirklich richtig aufrecht. Muss man beim Messen versuchen, so aufrecht wie möglich zu stehen oder in seiner natürlichen Haltung? Soweit es geht in der natürlichen Haltung, wenn ich natürlich jetzt so da rumhänge und habe einen extremen Buckel, dann muss man halt versuchen, gerade zu stehen. Aber in der Regel muss jetzt keiner da die Brust draus machen, sondern einfach ganz normal so stehen, wie man es halt normal auch macht. Der Matthias legt das Maß jetzt genau auf seinen Bauchnabel vorne. Und wo achtest du jetzt drauf, wenn du die Teile ausmisst? Ja, hier geht es halt speziell auch ein bisschen ums Hüftgold. Hier haben wir natürlich nichts bei Matthias, aber der Bauchnabel ist immer so ein guter Fixpunkt, wo wir dann halt von dem Punkt aus auch die weiteren Daten messen. Jetzt gucke ich halt, dass das Maßband relativ gerade ist, lasse ihn ein bisschen atmen und dann weiß ich schon, okay, so und so muss ich dann nachher auch die Messdaten aufschreiben. Ich schätze mal, da wählst du dir auch die breiteste Stelle aus. Wie muss man denn da stehen, dass man die richtigen Maße nehmen kann? Steht der Matthias so richtig? Ja, der Matthias steht schon perfekt hier, er weiß ja schon, wie es geht, er hat es ja einmal schon mitgemacht und er steht einfach ganz gerade hier vor mir, spannt nichts an und ist einfach ganz tiefenentspannt. Fabian, worauf achtest du beim Knie und wo genau misst du da? Dafür gibt es einen einfachen Trick, dafür habe ich den Matthias so kurz auf die Zehenspitzen sich stellen lassen und dann sehe ich auch, wie sein Knie verläuft. Ich halte den Finger drauf, dann setzt das Bein nochmal ganz normal ab und an der Stelle messe ich dann auch. Als nächstes kommt jetzt die Wade dran. Welchen Punkt von der Wade wählst du da aus? Auch wie bei vielen Messdaten immer den dicksten Punkt. Alles klar. Und da muss man sich konzentrieren, dass man die Wade nicht anspannt, weil beim Stehen hat man ja oft die Wade angespannt, oder? Soll man die extra entspannen und zum Beispiel aufs andere Bein steigen oder einfach gerade stehen bleiben? Einfach ganz normal auf beiden Beinen stehen, kein Bein entlasten oder belasten. Natürlich hat man da immer ein bisschen Muskelspannung, aber man soll jetzt nicht explizit versuchen, die Wade so weit es geht anzuspannen. Also einfach ganz normal entspannt stehen. Jetzt schauen wir die Schulterbreite an. Wie findest du da den richtigen Punkt, um die Schulterbreite zu messen? Ich schaue mir immer an, wie fällt die Schulter vom Kunden. Und das kann man meistens, ist es halt immer beim T-Shirt, wo hier die Naht ungefähr ist. Also bei Matthias siehst du zum Beispiel, hier fängt die Schulter an leicht abzufallen bis hier. Und da schaust du optisch, wo es abfällt oder richtest du dich nach dem Knochen von der Schulter? Es kommt halt darauf an, wenn du sehr knochig bist, ich zum Beispiel, da kannst du bei mir mit einem Knochen sehen. Wenn du da sehr stark bemuskelt bist, gehst du wirklich, wo die Schulter letztendlich auch abfällt. Jetzt machen wir die Rückenlänge, dann nehmen wir wieder den Bauchnabel als Fixpunkt, ziehen uns dann eine gerade Flucht nach hinten. Dann lässt der Matthias das Maßband bitte mal los, die Arme lässt er fallen und von dem Punkt, den ich mir jetzt mit meinem Finger markiert habe, gehe ich vom selben Punkt aus, wo ich später oder eben den Halsumfang gemessen habe und dann ermittle ich die Rückenlänge. So, jetzt kommen wir nochmal zum Arm. Was vermisst du jetzt da nochmal, weil wir waren ja vorhin schon beim Arm? Wir haben noch nicht die Unterarmlänge und das checken wir jetzt gerade. Außenkante Ellenbogen bis hier zu seinem Knöchel. So, jetzt machen wir halt die Beinlänge oder die Schrittlänge. Bein nochmal absetzen. Welchen Punkt hast du dir da jetzt gesucht? Der Matthias hat sein Bein nach oben gehoben, dadurch bekommt er eine Beinfalte. Da lege ich meinen Finger rein, dann setze sein Bein nochmal ab und von dem Punkt aus messe ich nach unten. Jetzt messe ich von der Mitte der Kniescheibe, dafür winkelt der Matthias sein Knie wieder an. Sehe ich wieder, wie seine Kniescheibe verläuft. Lege das Maßband drauf, drücke mit dem Daumen drauf, Bein nochmal absetzen. Und von dort aus messe ich dann wieder runter bis zum Knöchel. So, jetzt müssen wir noch die Größe ausmessen. Der Matthias weiß nämlich nicht, wie groß er ist. Wie misst man das am besten? 80, genau. 80 Kilo habe ich im Moment. Aber die Größe, irgendwas über 1,80. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mess nach, du hast ein Maßband. Dafür haben wir hier die Messwand. Wir kommen jetzt auf ein Maß von 2,50 Meter. Nein, Spaß. Kann man das jetzt so genau sagen? Durch die Messwand? Also, ja, sieht ziemlich gespannt aus. Ja, wir sehen ja auch, wie genau die Messwand ist. Aber man kennt es ja auch, als kleines Kind stellt man sich in den Türrahmen rein, Zollstock dahinter und dann über dem Kopf gemessen, ermittelt man dann die Größe. Und jetzt haben wir auch schon die Größe. Haare sind mitgerechnet, oder? Ja, genau. Man sollte natürlich keinen Afro haben oder sowas, aber bei Matthias Frisur, da geht's noch, ja.
Naja, ein Zentimeter geschummelt, würde ich jetzt mal sagen, oder? Bin ich jetzt entlassen oder darf ich mich wieder umziehen? Genau, darfst dich wieder umziehen. Fabian, wir haben jetzt die Vermessung gemacht, danke dafür. Jetzt ist mir auch wieder warm schon langsam, ne? Weil den ganzen Tag dein Unterstrampler da stehen, das friert einen schon langsam in die Füße. Jetzt geht es ein bisschen um die Ausstattung von dem Lederkombi. Und da gibt es ja verschiedene Variationen. Also ich selbst blicke da nicht so ganz durch. Ich glaube, die Zuschauer tun sich da auch schwer. Man kann ja so ein bisschen günstiger einsteigen. Man kann natürlich auch nach oben, sind keine Grenzen gesetzt. Und deswegen würde mich einmal interessieren, wo geht's denn los? Wo sucht man sich so ein Kombi aus? Was wählt man aus? Was gibt es für verschiedene Variationen? Hast du da ein paar Infos? Genau, zuerst fängst du mal an. Welche Art von Leder hast du? Standard ist immer ein Rindleder, wie wir es hier bei dem Aprilia-Kombi haben. Kannst du mal ganz gut erkennen an der groben Maserung. Oder wenn du halt dir was gönnen willst, willst was Exklusives haben, so wie du es halt auch immer hast, nimmst du ein Känguru. Siehst du direkt, ist sehr feinporig und der Unterschied ist, Känguru-Leder ist insgesamt nochmal ein bisschen dünner. Also 0,2 mm dünner insgesamt. Dadurch ist es ein bisschen leichter, ungefähr ein Kilo, 1,5 Kilo Unterschied hast du da. Es ist aber trotzdem reiß- und kratzfester. Und der wichtigste Aspekt, das hast du ja auch gemerkt, es ist ein super softes Leder, wenn es neu ist und auch wenn du es eingefahren hast. Also die grundsätzliche Entscheidung musst du dir zuerst immer überlegen. Und preislich jetzt hat, weil ich sage, okay, Känguru-Leder hat nur Vorteile, ist auch leichter, ist dünner, flexibler, aber trotzdem reißfester quasi. Mhm. Aber es muss ja einen Haken haben, oder? Das ist wahrscheinlich der Preis. Wo ist denn der Unterschied? Ja, für einen Känguru zahlst du für den gesamten Anzug 320 Euro on top. Ja, okay. Aber ich meine, der Faktor reißsicherer, würde ich jetzt sagen, ist ja ganz okay. Und das heißt, was kostet jetzt der Kombi, sagen wir mal, noch ohne Airbag, einfach jetzt als Känguru mit der Measurement, also mit der Vermessung, wo wir jetzt haben, was kostet der jetzt quasi dann für einen Endkunden? Ja, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil du erstmal fängst ja beim Leder an. Du fängst halt, also der Basispreis sind 1549 Euro, da kommen ja da schon mal die 320 fürs Känguru on top. Dann kannst du da noch hier so ein Kit-R-System nehmen, also außenliegende Schalen an Ellenbogen, Schulter und Knie, sogar mit austauschbaren Ellenbogenschleifer, weil standardmäßig hast du immer einen innenliegenden Protektor verbaut, entweder Betag oder Sastec. Sastec sagt den meisten ja sicherlich was, ist aber im Prinzip das Gleiche. Und hier hast du auch eine spezielle Ergonomie vom Protektor. Du hast hier einen sogenannten Aero-Cut, also wenn man hier mal reinfasst, hast du so einen leichten Einschnitt. Weil für dich ist ja nicht die Sitzhaltung hier interessant, sondern du sitzt ja auf deinem Raceback ganz anders, damit du dich auch wohlfühlst und nicht so eine große Platte hast. Dann kannst du noch eine Perforation wählen, also eine Belüftung gelochtes Leder, wählbar an Armen, Brust und Beinen. Hängt dann immer ganz damit ab, bist du ein Racer, fährst du auf der Straße, bist du kälteempfindlich. Also es ist mehr eine Empfindenssache. Dann kannst du bessere Hüftprotektoren nehmen, das sogenannte V-Port-V-Bram-System. Hast du einfach nochmal mehr Schutz, mehr Tragekomfort und nochmal einen Durchschlagschutz in einem. Und das hängt halt alles da so ein bisschen vom Preis zusammen. Wenn wir jetzt alles reinmachen, bist du ohne Airbag bei 2200 Euro. Je nachdem, ob du es mit deinen Sponsoren übertreibst oder nicht. Wenn wir mal von ohne Sponsoren ausgehen, das heißt jetzt einmal alles all in, ohne Airbag, mit Measurement, bist du bei 2200 Euro. Und jetzt hat die Standardausführung ohne Känguru, sondern mit Rindleder und eben nicht die tollsten Protektoren. Wo bist du da ungefähr? Da fängst du bei 1549 Euro an. Okay, also man kann durchaus sagen 1549 bis 2200 ohne Airbag. Genau. So, weil Airbag ist ja nochmal extra, ist ja klar. Airbag ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Ist denn da eigentlich auch ein Rückenprotektor drinnen? Also bei den Kombis, die wir in Puppen haben, natürlich nicht, sonst bekommst du nicht drauf. Aber natürlich kannst du mit Rückenprotektor natürlich alles wählen, wie du es gerne hättest. Manche wollen aber noch mit der Schildkröte fahren, aus irgendeinem Grund noch immer, haben sie vielleicht zu Hause rumliegen. Oder manche ziehen auch einen anderen Airbag drunter. Bei den Airbag-Westen hast du ja eigentlich immer den Rückenprotektor mit dabei. Du brauchst ja keine zwei Protektoren. Ja, das macht schon Sinn. Ich muss aber gestehen, dass ich quasi zu dem Rückenprotektor in dem Kombi nochmal den Turtle, also den Plastiken gefahren habe. Das gibt mir nochmal mehr Sicherheitsgefühl. Überstreckungsschutz hast du dann auch, ne? Genau, Überstreckungsschutz, also sprich, ich kann nicht zu weit nach hinten. Von dem her, wenn es noch Platz ist, vielleicht kann man das aber beim Messen ja mal kurz Bescheid sagen, dass der Fabian da vielleicht das berücksichtigen soll. Okay, sehr gut. Ich sehe gerade hier, das sind die Ellbogenschleifer. Hier sind anders wie bei meinem.
Ja, und zwar ist das hier, wie man es ja unschwer erkennen kann, der offizielle BMW Pro Race Kombi für die neue M1000RR. Und der ist halt der offizielle BMW Mars Kombi, den man auch theoretisch bei seinem BMW-Händler so bestellen kann, wenn er denn dich vermisst. Und da hat natürlich BMW andere Ellenbundprotektoren. Hier siehst du zum Beispiel das M-Logo, überall die BMW-Logos aus so einem hochwertigen, aus einer hochwertigen Gummierung. Und auch hier hast du ein spezielles Design, hier überall das M-Logo. Also genau wie die M auch letztendlich auch dasteht mit dem schönen Farbverlauf. So kannst du, hast du den Kombi dann auch. Also Jungs, wer noch nicht bei Renngrip war, soll er mir unbedingt vorbeischauen, weil wenn man sich das, mal, das Leder mal anfasst von Shimoto, das ist schon sehr, sehr hochwertig. Es fasst sich wirklich gut an, kann ich ja aus eigener Erfahrung bestätigen. Es trägt sich auch sehr gut. Okay, super. Dann würde ich mal sagen, wir brauchen All-In bei mir, ne? Die besten Protektoren, Sicherheit geht vor. Perforierung würde ich auch bevorzugen. Was Airbag? Airbag braucht man natürlich auch. Jetzt kommt's. Was haben wir für Airbag-System? Genau, hier hast du ja die Wahl. Zuerst brauchst du ja einen Kombi, der überhaupt die Möglichkeit hat, dass er aufgeht. Hier siehst du ja zum Beispiel, das ist ein Airbag Stretch Kit. Das brauchst du ja in jedem Fall, weil der Airbag dehnt sich aus und der normale Race-Kombi wie hier, der dehnt sich nicht auf. Also der reißt nicht. Dann hast du eher, da wird es kuschelig, sagen wir mal so. Brauchst du halt auf jeden Fall schon mal ein Stretch Kit und dann hast du die Wahl. Dann kannst du natürlich das hauseigene System von Shimoto nutzen, das Hybrid-System, hast du die Wahl zwischen Reißleine und Elektronik. Du kannst aber auch jedes andere Standalone-System auch drunter tragen. Also InMotion zum Beispiel ist Shimoto auch ein Partner davon, also Ixon, Furig and Held Systeme. Das muss ich natürlich vorher im besten Fall wissen, ob ich jetzt einen Airbag haben will oder nicht. Egal ob jetzt vom Haus Shimoto oder aus einem anderen, von einem anderen Hersteller. Und jetzt hat der All-In-Kombi mit den besten Protektoren, Perforierung, Känguru-Leder und Airbag vom Hause Shimoto. Wo liegen wir da preislich? Maßgeschneidert? 3.200 Euro. Okay, also quasi das komplette All-In-Paket 3.200 Euro. So, und dann haben wir ja noch den Vorteil, dass wir ja den Kombi ja auch designen können, wie wir das gerne haben möchten, oder? Und jetzt übergebe ich aber das Mikrofon wieder der Mariana, weil die geht jetzt mit dem Fabian einmal durch und der Fabian erklärt euch und auch der Mariana, wie man jetzt den Kombi bei Renngrip designen kann und dann sein eigenes Design. Könnt ihr ganz viele Stunden drin verbringen. Also, viel Spaß beim Design. So, jetzt haben wir uns noch kurz, oder der Matthias hat mit euch jetzt noch kurz die Ausstattung angeschaut und jetzt geht's aber los zum Design. Fabian, sag mir doch mal, wenn ich jetzt komplett noch keine Vorstellung habe, wie das Design von meinem Kombi aussehen will, gibt's da verschiedene Vorlagen oder wie funktioniert das bei euch? Genau, du hast grundsätzlich immer die Möglichkeit, von einem Grundmodell auszuwählen. Du kannst es natürlich individuell färben. Hier in dem Fall für die Jungs auf der Rennstrecke macht natürlich ein Einteiler Sinn. Und auch direkt die Airbag-Kombis, darüber haben wir eben auch die ganze Zeit gesprochen. Da hast du hier entweder die Wahl, den Mugello zu nehmen, den Aragon oder den LTD. Und standardmäßig siehst du hier, wie auf dem Bildschirm gezeigt, immer einen schwarzen Kombi. Welche von den Farben, die du hier siehst, gefällt dir denn am besten? Also Rot finde ich gut und Schwarz finde ich auch gut. Ja, wie du ja gesagt hast, du würdest gerne das Rot haben. Dann wählst du hier das Rot aus, die Farbe. Und dann bei dem Mugello eignen sich zum Beispiel hier die Streifen ganz gut. Und sagen wir mal, ich will jetzt einen Kombi haben, der jetzt nicht genau diese Streifen hat, sondern komplett nach meinen Vorstellungen ist. Ist das auch möglich bei euch? Ja klar, wenn du sehr, sehr kreativ bist, können wir natürlich auch einen komplett eigenen Kombi machen. Das nennt sich dann Custom Color. Also da kannst du selbst festlegen, wie groß, wie klein, welcher Streifen noch ist. Und darüber nochmal eine Ecke mehr, wäre sowas hier, so ein Replika, so ein Rennanzug mit allen Sponsoren. Das wäre nochmal eine Stufe drüber. Okay, alles klar. Ja, ich würde sagen, das hat mal ziemlich cool ausgeschaut. Magst du noch irgendwas zum Design sagen oder denkst du, dass die Leute jetzt schon einen guten Eindruck bekommen haben über euren Ersteller-Tool? Ja, also ich sag mal, 99% der Kunden machen alles über den Konfigurator, weil dann bist du halt schon mal so weit beschränkt, dass du halt schon mal anschauen kannst, wie schaut der Kombi letztendlich auch aus. Die wenigsten sind so kreativ und können sich dann aufgrund ihrer Ideen dann den Kombi auch so zusammenstellen. Aber das Schöne auch im Konfigurator ist, du siehst letztendlich auch, wie der fertige Kombi nachher ausschaut.
Und dann habe ich noch eine Frage. Was würde jetzt, wenn wir nochmal zu dem individuellen Custom Color gehen, was wäre da der Aufpreis zu, wenn ich mir jetzt ein bestehendes Modell nehme? Also Custom Color ist nochmal als Aufpreis 299 Euro. Dann kannst du aber jede Farbe, jeden Streifen einzeln wählen. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zeigen und ich glaube, der Matthias hat sich schon ein ziemlich cooles Design überlegt. Das habt ihr ja, glaube ich, schon gesehen und dann sind wir mal gespannt, wie das Ganze dann getragen aussieht. Danke, Fabian. Ja, sehr gerne.